bildet Lehrlinge aus und er ist immer auf der Suche nach den Besten. Und einen hat er gleich mit eingepackt, den Tobias. Hier sind die beiden. Josef, wie ist das mit Angebot und Nachfrage? Na, es war vor einiger Zeit so, also vor 7, 8 Jahren, dass wir einfach 15, 16, 20 Bewerber hatten pro Jahr. Und dann haben wir gemeinsam eine Strategie entwickelt, die Lehrlinge, mein Chef und ich. Und dann haben wir einen Lehrlingsrap gemacht. Ja. Wir haben einen Lehrling beauftragt, der die Musik gekriegt hat und hat ganz in Eigenregie einen richtigen Rap gemacht. Und den haben wir dann auch ins Netz gestellt. Und dann ist es immer mehr geworden und jetzt haben wir bis zu 100 Bewerber und drüber. Okay, das ist welche Branche? Metall. Metall, ja. Also etwas, was eher nur für Burschen ist, oder? Nein, wir haben einen weiblichen Lehrling auch, Gott sei Dank. Aha, wo seid ihr denn jetzt aus? Auch in Niederösterreich? Ja? In Leoberstorf, die Maschinenfabrik, okay. In Leoberstorf arbeiten wir. Okay. Mhm. Gut, aber das ist etwas, was dich halt nicht interessiert wahrscheinlich, Jacqueline, gell? Warum nicht? Warum nicht? Also ja. Metall ist genauso interessant wie was anderes. Naja, hast du zugehört, Josef? Ja, Jacqueline ist 21 und kriegt als Antwort bei Bewerbungen, sie ist zu alt. Naja, wir haben in Triesing da einige Firmen, die auch Mädels und Buben haben, die in deinem Alter sind. Also das ist kein Thema. Den Rap habt ihr gemacht und dann sind die Bewerbungen gekommen, die Lehrlinge. Die haben sich gesteigert pro Jahr und dann seit 3 Jahren haben wir etwa 100, 110 Bewerbungen. Okay. Und da kann ja der Tobias stolz sein, dass er einer ist, der genommen wurde. Ha? Ja. Kannst du noch erinnern, wie das damals war, als du dich beworben hast? Also da wird man mal empfangen in der Firma, dann kriegt jeder eine Einweisung, dann geht man mal nur mit den Lehrlingen, die werden dann trainiert, geht man nur mit den Lehrlingen in den Konferenzraum, dort ist der Aufnahmetest. Mhm. Bei uns machen das die Lehrlinge. Mhm. Aha. Mein Chef und ich schnappen die Eltern und machen so einen Firmenrundgang. Okay. Die Lehrlinge machen den Lehrlingstest, die Gespräche führen die Lehrlinge auch herum. Und das ist bringen. Aber gut, ne? Ja. Ja, ja. Und dann haben wir halt noch dieses Mal, entschuldige, beim Testteam. Ja, war beim Testteam, bitte, Tobi. Ja. Entschuldige. Nach dem Test, wenn die fertig sind, wird dann noch ein kleines Fachgespräch geführt, mit den Bewerbern. Ja. Und dann schafft man sich halt einen Eindruck. Aber das ist schon super, gell? Weil da hat man nicht sofort dieses Chef, Ausbildner, Lehrling, sondern man ist auf gleicher Augenhöhe irgendwie. Gell? Das ist so, da kann man sich auch Sachen fragen, die man sich vielleicht nicht traut zu fragen. Ja, also mir fällt schon auf, dass die Bewerber schon lockerer sind, wenn sie mit den Lehrlingen reden. Ja. Okay, also du hast dich irgendwie gleich geborgen gefühlt. Ja, schon. Oder gut gefühlt. Mhm. Aber das finde ich schon toll, dass ihr das eigentlich klingt das so ein bisschen nach, wir kümmern uns um die Lehrlinge. Wir haben Filme ins Netz gestellt und selber gemacht, die Berufe beschreiben, so 2 Minuten Filme und sind auch mal auf Facebook auftritt. Mhm. Und da können die Jugendlichen, man sieht nämlich, das ist selber gemacht, sie besser identifizieren mit diesen. Was ist denn, Josef, wichtig bei einer Bewerbung? Also wenn du jetzt die Jacqueline neben dir sitzen hast und vielleicht beratend eingreifen könntest, macht sie vielleicht irgendwas nicht richtig? Also ich wünsche mir von den Bewerbern, dass sie, wenn sie kommen, sich mal vorinformieren, was macht die Firma, damit die mal den Eindruck erwecken, ich interessiere mich. Ja? Und natürlich entsprechend grüßen können und die Zeit nehmen. Ich rate auch zum Schnuppern. Und es ist möglich, dass man sich mal 2, 3 Tage das anschaut und dann einen Eindruck gewinnt. Ne? Und selbst wenn man draufkommt, das mag man nicht, na, dann weiß man es wenigstens. Ne? Und es gibt da die Möglichkeit beim Wifi und wir schicken die Lehrlinge dorthin zu einem Talente-Check. Dann weiß der nämlich, ich will zwar das machen, aber ich habe überhaupt keine Hand davor. Mhm. Also es ist schon aussagekräftig. Dauert 3, 4 Stunden, kostet glaube ich gar nichts für die Schüler. Und das ist eine recht gerade Sache. Ja, ja, aber beim Schnuppern, das wäre unverbindlich. Ja. Also 2, 3 Tage, eine Woche zu schnuppern, kostet denn nichts. Es geht nur um die Versicherung, das machen die Leute vom Arbeitsmarkt selbst gern. Und dann kann man einen Eindruck gewinnen. Und die können auch, oder wir können auch von den Leuten, die schnuppern, einen Eindruck gewinnen. Ja, genau, also ist er begeisterungsfähig, ist er interessiert, wie stellt er sich an? Oder? Kommt er pünktlich, tut er wirklich so, oder hat ihm die Mama hertreten? Genau, da, genau. Ja, oder sie. Ja. Naja, gibt es auch. Ne? Der will gar nicht und muss aber. Emanuel, wie geht es dir bei der Jobsuche? Ja, also ich habe jetzt schon über 80 Bewerbungen geschrieben. Von denen sind
Nicht einmal die Hälfte, also vielleicht 30 Absagen zurückkommen, immer der Standardtext. Wir haben den besseren und wir wünschen Ihnen auf einen weiteren Lebensweg alles Gute. Da kriegt man schon zu an, gell? Und ja, also ich habe bis jetzt 3 Bewerbungsgespräche gehabt. Die sind halt, waren halt alle negativ. Mhm. Ja. Was würdest du denn gerne machen? IT-Techniker. Okay. Warum? Weil ich mir denke, das war nicht das, was ich immer wollte. Also ich habe schon klar damit angefangen. Und kenne mich da ziemlich gut aus. Ja. Okay, okay. Naja, und was ist, wenn du jetzt keinen Lehrlingsposten kriegst, keine Lehrstelle? Ja, dann werde ich in die Haschke. No? War nicht schlecht, oder? Ja. Aha. Also Schule ist nicht so ganz deins, wie ich daraus höre. Nein, also ich meine, ich bin jetzt Neujahrsschügung und mir jetzt nicht gefreut, also wie es mir jetzt dann auch noch gefallen. Okay, oi. Okay, okay, okay. Bist du Hauptschule und Poli oder was hast du gemacht? Ja, Vorschule und Hauptschule. Ja, na, und es ist aber in der Schule üblich, dass die Leute zum Schnuppern geschickt werden. Ja, also. Was hast du da angeschaut? Wir haben berufspraktische Teile gehabt, da haben wir angeschaut Kfz-Mechaniker und Koch. Mhm. Beim Kfz-Mechaniker war es jetzt so, in diesem speziellen Betrieb war es halt einfach so, ich bin durch, also wenn du zu dem Lehrlingschef willst, musst du durch die Werkstatt gehen. Ich bin durch die Werkstatt gegangen, hast du schon gehört, von den Gesellen zusammengeschrien, als wir, zeig die ordentlich um, mach gescheit und so. Mhm. Und das war dann bei mir genau das Gleiche. Ich meine, ich bin dann halt einem zuteilt worden und der hat zu mir gemeint, mach dies, mach dies, mach dies. Ich war noch nie in einer Werkstatt, bin da gestanden. Na klar, warst du ja nichts, ja. 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 Und. Ja, das ist schlimm. Ja. Aber es gibt 3 Wochen, wo man sie, wo man schnuppern kann. Das heißt, in 3 Wochen, wie ich nehme Leute nur 3 Tage. Da kann er noch 2 Tage woanders hingehen. Das heißt, du hast 2 Sachen an dich angeschaut. Das eigentlich in 3 Wochen hättest mehr Möglichkeiten gehabt, um nur zu wissen, mag ich oder mag ich nicht. Ne? Genauso dieser Talente-Check, eine wichtige Sache, wird in der Schule sogar, seid ihr gar nicht hingegangen? Doch, den habe ich schon gemacht. Der hat 2 Stunden gedauert. Ja. Ich meine, ich finde es eigentlich sinnlos, weil ich weiß, was ich will und da war ich kein Test oder so. Ja. Ja. Aber hast du den Test dann ein bisschen halbherzig gemacht oder hast du gedacht, dass das interessiert mich nicht, ich will IT-Techniker werden und nichts anderes? Nein, nein, doch, also ich habe den Schock gemacht, weil... Und was ist denn da noch rausgekommen? Nein, also, ich habe das Gespräch erst, also diese Auswertung. Ah, okay, 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 okay. Das wäre natürlich interessant, ne? Ja. Weil vielleicht kommt da was, vielleicht kommt da zum Beispiel raus, dass ist eine feste Frisur, Friseur. Was? Ich mein, ich denke mir nur, wenn da jetzt etwas rauskommt, womit du gar nicht rechnest, würdest du das dann machen wollen? Ich weiß nicht. Also, ich meine, ich habe den Test schon mal im Internet gemacht, dann ist rausgekommen ein Sprengmeister. Also. Wow, 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 wow. Aber das ist jetzt wirklich deins. Nein. Bürotechniker oder so heißen die. Ja. Ja. Ja, ja. Feuerwehrmann. Rot angezogen wärst du, ne? Ja. Aber jetzt frage ich dich, Josef. Ich meine, er ist ein sympathischer Bursch. Gut erzogen, er hat einen lieben Ort. Ja. Weißt? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es mit der Zeit dann. Dass man schon ein bisschen so den Elan verliert. Das ist Frust. Ich habe mir diesen Check-Test selber angeschaut am Anfang und habe mir gedacht, na, die werden es wissen. Ne? Aber dann habe ich festgestellt, die wissen es. Wir haben fast über 80% Übereinstimmung. Das heißt, meine Lehrlinge, mein Chef und ich haben Übereinstimmung mit diesem Wifi-Test. Das passt wirklich in die Richtung. Ja? Und also das ist schon aussagekräftig. Und so genau tun die gar nicht sagen, der Beruf ist, sondern diese Richtung. Also der Sprengmeister, das wundert mich jetzt. Ne? Nur, schön, dass du genau weißt, was du willst. Nur, ich wollte eigentlich ganz was anderes lernen, hat es nicht gegeben. Damals schon nicht. Was denn? Ich wollte Waffenmeister werden, Büchsenmacher. Ja, ja. Das war meins gewesen. Ich habe aus allen drum irgendwas gebaut, was geschossen hat. Ja. Ist leider nicht gegangen. Jetzt bin ich auch glücklich. Damals haben wir gedacht, die Welt bricht zusammen. Ne? Das heißt, anschauen solltest du das andere auf jeden Fall mal. Ja? Ja, klar. Also, ich habe immer gesagt, ich will entweder in die IT-Branche einsteigen oder Gastgewerbe. Nur ist halt auch schwierig. Ja, das ganze Leben ist hart. Ja. Warum aber ist das Gastgewerbe schwierig? Ja, also ich meine, ich habe in Mathe einen 4er in der 3. Leistungsgruppe und. Dann nimmt die keiner bei der IT. Niemand. Ja, ich meine, ich habe ein Gewerbungsgespräch gehabt und die haben dann gesagt, so, ja, also das geht überhaupt nicht, weil sie müssen dann ja wissen, wann das Rezept für 4 Personen ist, wann es dann für 8 ist. Naja, aber beim Schnuppern könntest du mal sagen, dass der 4er gar nichts wert ist. Genau. Das war ein Irrtum. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern.
Jetzt kannst du es auch gehen. Ne? Jetzt gehst schnuppern und sagst damit beim nächsten Mal wieder. Und dann sagen die, na ja, geht, der ist so. Haben wir auch schon gehabt. Danke. Ja, haben wir auch schon gehabt. Dazu, Entschuldige, möchte ich auch noch was sagen. Du hast 80 Bewerbungen geschickt per E-Mail. Ist für die Fisch. Ja, aber die meisten. Du bist nämlich einen Mausklick vom Papierkorb entfernt. Du musst anrufen. Haben Sie meine Bewerbung gekriegt? Ja, die meisten haben die Telefonnummer nicht dabei. Naja, und die meisten trauen sich gar nicht anrufen. Das macht dann die Mama. Das geht auch nicht. Du musst anrufen und sag, wer nachschauen auf Internetseiten, wer ist eine zuständige Person? Ja, also nicht jeder, der will, findet eine Arbeit, denn Arbeit gibt es nicht für jeden. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Wir haben aufgehört, wo es gerade so schön spannend war und Josef angefangen hat zu sagen, was wichtig ist, wenn man sich bewirbt, Josef. Also man soll kein Mail schicken, weil das landet im Papierkorb, hast du gesagt? Mail schon, aber noch. Nachtelefonieren, okay. Nachtelefonieren und selber nachtelefonieren. Nicht Mama und Papa telefonieren lassen. Unbedingt. Warum ist das so schlimm, wenn Mama oder Papa anrufen? Die wollen ja nicht bei mir arbeiten. Mir kommt das einfach bei den Eltern auf, mir kommt das echt zu unpersönlich vor, weil du bist den Job haben, nicht der Mama. Na gut, weißt du, du bist ja schon 21, ne? Aber der 15-Jährige vielleicht noch ein bisschen unsicherer. Der 14, ja klar, darum soll ich anrufen, wir wollen kennenlernen. Ne? Okay. Was hat es denn jetzt besprochen da? Ihr zwei? Ich habe von ein paar 21-Jährigen oder Älteren, erzählt, die im Triesting da arbeiten. Als Metalltechnikerinnen, ein paar Buben sind dabei, also gibt's. Nicht häufig, aber gibt's. Du, Josef, du warst auch einmal arbeitslos, gell? Nicht lang, aber. Ja, naja, 10 Jahre her war ich fast ein Jahr arbeitslos. Und ich weiß, wie schwer es ist, dann nicht den Mut zu verlieren, weil man Ablehnungen und immer wieder auf Ablehnungen stoßt. Und zuerst habe ich die Hoffnung gehabt, das Arbeitsmarktservice, das hilft mir. Hat es eh gemacht, aber es war halt nicht, was ich mir gewünscht habe. Es ist wirklich hart, als 46-Jähriger damals auf Ablehnung zu stoßen. Aber ich kann Ruhe geben und weiter da und es war möglich. Ne? Kommen so 3 Firmen im Jahr, die Firma Mentor über das Arbeitsmarktservice mit Frauen von Minimum 18 bis auch 50. Und wir machen das natürlich immer wieder mit den Lehrlingen miteinander. Also meine Buben stehen dann mit Frauen, die ihre Mama sein könnten und sagen ihnen, was es gibt. Ne? Du warst das letzte Mal dabei. Und der andere, glaube ich, und man muss aber schon auch bereit sein, mal was anderes zu probieren. Nicht sagen, das und das kann ich, sondern... Nein, und das geht gar nicht. Ich wäre bereit zu probieren. Es geht um die Stunden. Ja. Weil wenn man schaut, die Stunden gingen immer weiter zurück. Es wird gesucht, 20 Stunden, 15 Stunden, Teilzeit, geringfügig. Das ist eh vorhanden. Also ich kann jetzt natürlich nur für die Metallbranche reden. Und da ist es so, dass die meisten Frauen dann resümieren und sagen, nee, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Viel lauter, viel dreckiger, Haas als wir. Nicht? Und unser Angelika, die jetzt gerade Schwarzkurs macht, die ist auch nicht stärker wie du zum Beispiel und hat einen Kran, mit dem es fortzahlt. Ja. Also es geht schon. Alles ist, aber man muss einmal... Über die Frauengrenzen jetzt einmal auszudenken, wenn ich das so sagen darf. Ne? Weil eine Maschinenschlosserin oder eine Maschinenbautechnikerin hat es früher nicht so gegeben. Ne? Mhm.